Brot in Not. Die Energiepreise treffen Bäckereien besonders hart. Wir hatten letztes Jahr im Januar Stromkosten 31.500 Euro und dieses Jahr 83.000. Das sind Dinge, die ganz schwer zu stemmen sind. Die Semmelinflation. Was treibt die Energie im Bäckerhandwerk besonders hoch? Max besucht eine Bäckerei, die längst an neuen Lösungen arbeitet. Die Bäckerei Eifler, eine der größten Backbetriebe in Frankfurt. 78 Filialen, 70.000 Brötchen und 11.000 Brote werden hier täglich geknetet und geformt. Dazu Kuchen und jede Menge süße Plunderstückchen. Das kostet jede Menge Energie. Inhaber Gerhard Eifler hat schon mal die Jahreskalkulation für 2022 gemacht, nach den neuen Gas- und Strompreisen. Ergebnis? Eine Erhöhung beim Strom. Von 31.500 Euro auf 83.000 Euro. Unglaublich. Und beim Gas ist es noch gravierender. Da hatten wir letztes Jahr 11.500 Euro Gaskosten und dieses Jahr 57.000 Euro, alleine in der Produktion. In Eiflers Backstube stehen allein 11 Öfen. Wir brauchen viel Gas. 4 Teigmaschinen kneten fast 20 Stunden lang und die Kühlung von Teigrohlingen und Torten wiederum verschlingt enorme Mengen Strom. Die Kühlung ist natürlich auch bei uns sehr energieintensiv, weil Kühlen 7-mal so viel Energie kostet wie Backen. Also Kühlen ist viel, viel intensiver von der Energie. Und wir haben hier alleine 650 Quadratmeter Kühl- und Frosterfläche. Bäckereien sind besonders betroffen, weil sie im Verhältnis zum Umsatz das energieintensivste Handwerk sind. Allein 55% der Energiekosten schlagen in der Produktion auf. 35% im Verkauf, 10% sind Versand und Verwaltung. Großbäckereien wie Eifler tut das weh. Aber kleinere Betriebe denken gar ans Aufgeben. Erzählt Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Rhein-Main. Wenn auch noch keine konkreten Zahlen vorliegen. Wie es im Handwerk eben so ist, dass die Leute auch versuchen und die Unternehmer und Unternehmerinnen die Dinge erstmal zu kompensieren und versuchen einen Weg, eigenständig einen Weg daraus zu finden. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Betrieb, der auch nah dran ist, eben nicht mehr weitermachen zu können. Doch es gibt Bäckereien, die sind von den gestiegenen Energiepreisen gar nicht betroffen. Nach Marburg, zur Biobäckerei Siebenkorn. Hier kommt der Chef mit seinem Velomobil zur Arbeit. Meinhard Rediske hat schon vor der Energiekrise energiesparend gedacht, der Kosten und des Klimas wegen. Normalerweise investieren Bäcker nur, wenn sich eine Anlage in 5 bis 6 Jahren amortisiert. Sie wollen halt schnell das Geld praktisch wieder refinanzieren. Unser Anliegen ist auch immer, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir sind eine energieintensive Branche und wir haben deswegen auch eine besondere Verantwortung. Die Bäckerei Siebenkorn. 10 Filialen, 15.000 Brötchen und 1.800 Brote werden hier täglich gebacken. Auch das Mehl wird vor Ort gemahlen. Die Brotsorten reifen bis zu 72 Stunden lang. Das kostet alles Energie. Die Kostenstruktur eines Brötchens sieht im Durchschnitt in den Bäckereien so aus. 47% Personal, 10% Rohstoffe, 9% Energie, 7% Mehrwertsteuer. Bei Siebenkorn stecken durch die energieeffiziente Arbeitsweise im Brötchen nur noch 2% Energiekosten. Dafür investieren sie mehr in Rohstoffe. Der Kostenanteil erhöht sich um 5% auf 15%. Bei uns werden die Abgase der Ofenbefeuerung durch eine Wärmerückgewinnungsanlage geleitet. Die ganzen Dämpfe, die während des Backvorganges entstehen, werden aufgefangen und auch dort durch die Wärmerückgewinnungsanlage geleitet. Daraus wird bei uns im Haus das komplette warme Wasser, was gebraucht wird für die Teige, zum Reinigen, aber auch für die Heizung gewonnen.
Auch die Kompressoren für die Kühlanlage arbeiten intelligent. Das spart ihm 177 Kilowattstunden Strom im Jahr. Gegenwert aktuell 35.000 Euro. Und wir gehen mit ihm aufs Dach. Solar, überall. Und das seit 2004. 80% seiner Stromkosten deckt er so. Bäcker Rediske kann auch deshalb die Preise seiner Biobackwaren derzeit stabil halten. Im Augenblick haben wir keinen Grund, wegen Energiekosten die Preise zu erhöhen. Aber für die nächste Ernte werden wir aufgrund der höheren Energiekosten, die die Landwirte haben, den Landwirten sicherlich mehr Geld geben. Und dann kann es auch sein, dass wir die Preise erhöhen müssen. Bei Bäcker Eifler steigen die Preise jetzt schon um durchschnittlich 5%. Bei den Brötchen um 11%. Preiserhöhung nicht nur hier. Es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass einige Betriebe auch Preissteigerungen hier an die Kunden weitergeben müssen. Aber was wir gespiegelt bekommen, ist, dass die Betriebe das versuchen, so lange wie möglich herauszuziehen. So ist das mit der Energie von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Bäcker Eifler will in 3 Monaten auch eine Photovoltaikanlage auf sein Dach montieren lassen. Die hohen Energiepreise zwingen Bäckereien zu handeln. Spätestens jetzt.